So, hallo, erste Sitzung. Es geht diesmal um Bungo, um klassisches Japanisch. Das wird die Einführungssitzung. Da werde ich erstmal alles Handwerkszeug vermitteln, was man braucht, um dann später klassisches Japanisch übersetzen zu können. Also zumindest die halt wirklich klassischen Sachen, die altjapanischen Sachen so halbwegs. Da gibt es ein paar Besonderheiten, da mache ich nochmal ein extra Video zu. Und die mittelalterlichen Sachen, falls man Mittelalter sagen möchte. Als erstes habe ich mal eine Übersichtstabelle gemacht über die Wortarten, die es im klassischen Japanisch gibt. Natürlich kann man jetzt sagen, es gibt Substantive, es gibt Verben, bla, tröd. Man kann auch eine sehr grobe Einteilung machen. Hier oben steht einmal Wörter als Oberthema. Und ich habe mich jetzt entschieden, das einmal nach unselbstständigen Wörtern. Fusokugo und nach selbstständigen Wörtern Shiritsugo zu ordnen. Und zwar ist es folgendermaßen, die Fusokugo allgemein, muss ich sagen, sind die für uns interessante und wichtige Gruppe, weil das nämlich die Wörter sind, mit denen wir am meisten machen können. Das sind einmal die Joshi, die Partikel, und die Jodoshi, die Verbalsuffixe. Und bei den Shiritsugo, den selbstständigen Wörtern, also es sind Wörter, die alleine stehen können und für sich eine Bedeutung und einen Sinn haben, da haben wir halt Meshi, Doshi, Fukushi und Keyoshi als Beispiele. Es ist eine relativ große Gruppe, ich habe jetzt nur mal ein paar rausgesucht. Und wie man sieht, habe ich ein paar von denen mit einem Sternchen markiert und ein paar von denen mit einem Kreis. Das hat natürlich auch eine Bewandtnis, das mache ich ja nicht ohne Grund. Und zwar gibt es einmal welche Katsuyosuru, also Verben deflektieren, wie das zum Beispiel die Jodoshi machen, die Verbalsuffixe. Und es gibt Katsuyoshinai, also welche, die nicht flektieren, unveränderbare Wörter, wie zum Beispiel Meshi. Meshi sehen im Japanischen immer gleich aus, egal in welcher Funktion sie im Satz stehen. Welche Funktion ein Meshi im Satz erfüllt, das zeigt uns dann ja das entsprechende Joshi, die Partikel. Deswegen ist die halt für uns auch so wichtig, oder Partikel allgemein sind für uns wichtig, weil sie uns vermitteln, welche Funktion einzelne Satzglieder im Japanischen haben und in welcher Relation die zueinander stehen. Joa, auf geht's zum nächsten Tafelbild. Magic, zweites Tafelbild. Diesmal wenden wir uns dem größten Spaß an der Sache zu, nämlich den flektierenden Wörtern. Ich habe aber erstmal nochmal so eine Übersichtstabelle allgemein gemacht. Und so auf der linken Seite Hikatsuyogo, also nicht flektierende Wörter, habe ich einfach mal ein paar Beispiele genommen. Hier als Meshi zum Beispiel Momiji, das Herbstlaub. Hier eine Partikel Koso zur Betonung oder Bekräftigung. Die Partikel Te, die wirkt satzverbindend oder modal. Machen wir aber später alles noch. Ito, das ist ein Fukushi, also ein Adverb, bedeutet sehr. Oder Isa, ein Kantoshi, eine Interjektion. Ja, der wichtigere Teil an der Sache hier ist aber der rechte. Und zwar die Katsuyogo, die flektierbaren Wörter. Und zwar flektierbare Wörter haben wir gesehen, haben wir einmal unselbstständige. Da habe ich hier als Beispiel zum Beispiel Mu oder Keri. Das sind Verbalsuffixe mit verschiedenen Bedeutungen. Also das ist ein Verbalsuffix der Vermutung oder um den Futur auszudrücken. Und das hier ist ein Verbalsuffix der Vergangenheit. Die Copula im vormodernen Japanischen war nicht da oder des, sondern nari. Die ist natürlich auch flektierbar, ebenso wie verschiedene Verben. Ich habe ja einfach mal jetzt miu genommen, also aussehen wie oder scheinen wie. Oder verschiedene Adjektive. Das Japanische kennt ja zwei Sorten von Adjektiven. Einmal keyoshi, hier haben wir takashi. Wie man sieht, endet das auch anders als im modernen Japanisch. Oder shizukanari. Na, im modernen Japanisch ist es ja Shizukana und im vormodernen Japanischen Shizukanari. Die sind alle auf eine gewisse Art und Weise flektierbar. Und zwar ist es so, dass es verschiedene Flektionsklassen gibt, also Katsuyo no Kata, Flektionsklassen.
Und zwar deutlich mehr als im modernen Japanisch. Im modernen haben wir fünfstufige Verben, einstufige Verben und unregelmäßige Verben, zwei Stück, macht also vier Flexionsklassen, falls man die unregelmäßig ist, nicht zusammenfassen möchte. Im vormodernen Japanisch haben wir, schlag mich tot, ich glaube 10 oder 12 oder 14 oder so in der Kante. Ist aber alles nicht so schlimm. Es gibt welche davon, die relativ häufig vorkommen, und es gibt welche davon, die kommen so gut wie gar nicht vor. Also wenn man sich die 6 häufigsten merkt, würde ich sagen, kommt man gut über die Runden eigentlich. Und was auch sehr praktisch ist, wir haben jetzt natürlich verschiedene Wortklassen, wenn ich es mal so sagen darf, innerhalb der Gruppe der flektivaren Wörter, nämlich zum einen halt diese Verbalsuffixe, die Kopula-Verben oder halt die verschiedenen Adjektive. Allerdings haben die einen Vorteil, denn untereinander flektieren die alle nach einem Schema, und zwar nach diesem Sechser-Schema. Das sind also die 6 Flexionsklassen, oder das ist das Flexionsschema Katsuyokata. Katsuyoke, Entschuldigung, Katsuyoke. Und das ist 6-stufig. Die Stufen sind in der Reihenfolge festgelegt. Stufe 1 ist die Misenke, Stufe 2 ist die Renyoke, Stufe 3 ist die Shushike, 4 Rentaike, 5 Isenke und 6 Mereke. Und es ist so, dass diese Stufen wichtig sind, weil ja an verschiedene Wörter um etwas Besonderes an Bezug oder an Aspekt oder an grammatikalischer Funktion auszudrücken, Endungen angehangen werden, entweder halt Partikeln oder halt Verbalsuffixe. Und diese Partikeln oder Verbalsuffixe benötigen bestimmte Formen, an die sie angehangen werden. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel, muss ich mal kurz mir was ausdenken. Wenn ich ein T an ein Carry hängen möchte, muss ich das Carry in die richtige Form setzen, bevor ich das T erst anhängen kann. Beim T ist es jetzt so, dass es immer an die Renyoke angehangen wird. Da müsste ich dann in der entsprechenden Flexionstabelle nachgucken, wie es denn aussieht. Und ich werde herausfinden, Carry hat in der Renyoke die Form Carry. Das heißt also, wenn ich ein T anhängen möchte, wird das zu Carry T. Recht unspektakulär jetzt in dem Fall, blödes Beispiel. Aber es gibt halt auch andere Fälle, wo sich dann halt diese Verbalsuffixe verändern. Wäre natürlich langweilig, wenn es nur so einfach wäre. Es gibt natürlich auch zwei unregelmäßige Verben im vormodernen Japanischen und es gibt auch unregelmäßige Verbalsuffixe. Aber ansonsten grob, in den allermeisten Fällen greift dieses Sechser-Schema so und ist in sich relativ schlüssig und regelmäßig. Diese 6 Formen, davon kann man sich hauptsächlich einmal die Shushike merken. Das ist die Satzschlussform. Unter dieser Form steht das Wort zum einen im Wörterbuch, wenn man mal Vokabeln nachschlagen muss. Und zum anderen ist es die Verbform, die am die Verbform oder Verbalsuffixform, die am Satzende steht. Es sei denn, uns kommt noch was ins Gehege. Was sehen wir dann auf dem nächsten Tafelbild, was uns ins Gehege kommen könnte. Und die 6 Flexionsformen sind teilweise selbstständig. Zum Beispiel so eine Shushike kann alleine stehen am Satzende und ist in Ordnung. Eine Mereike kann auch alleine stehen. Aber ein Verb oder Verbalsuffix, das in der Isenke ist, ist so in sich nicht abgeschlossen. Da muss immer noch irgendwas hinterstehen. Genauso die Renyoke für sich ist quasi selbstständig. Die kann, wenn man zwei Teilsätze verbindet, kann der erste Teilsatz mit einem Verb in Renyoke aufhören. Und im zweiten Teilsatz muss dann eine Shushike oder entsprechend was anderes Passendes kommen. Naja, also gehen wir los zum nächsten Tafelbild und dann
kriegt ihr so das letzte Grundhandwerkszeug mit, was ihr dann braucht, um euch durch Bumbo kämpfen zu können.